Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. Okay, ich habe es ja schon angekündigt, es wird eine Simulation geben zum Thema, wie du das richtige Vorgehensmodell findest. Und wir wollen wirklich ins Erlebnis gehen, damit das Modell, was ich dir danach vorstelle, auch so richtig Sinn macht und Assoziationen bei dir hervorruft. Es geht ja immerhin darum, wie ihr den richtigen Modus für dein Projekt findet. Und die Simulation ist ein Spiel, was ich dir mitgebracht habe und heißt Schiffe versenken. Und wenn du diesen Grid siehst, dieses Feld 10x10, dann wird dich das wahrscheinlich an deine Kindheit erinnern. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Schiffe versenken gespielt hast, doch ich bin noch nie jemandem in meinen Trainings begegnet, der das Spiel nicht kennt. Und drum Frage an dich, wenn du es jetzt wem erklären müsstest, für wie kompliziert oder einfach würdest du das Projekt halten? Könntest du es einem Kind erklären? Ich denke, deine spontane Antwort wäre, ja, Chris, klar, ist ein einfaches Spiel, ist schnell erklärt. Lass loslegen. Und genau das tun wir jetzt einfach mal. Wir beide tun so, als wäre das unser Projekt, dieses Schiffe-Versenken-Spiel. Und klar, Ziel des Spiels ist, so viele Schiffe wie möglich zu versenken mit den Schüssen, die ich zur Verfügung habe. Und diesen Link, den du hier siehst, den stelle ich dir auch rein unten in den Anhang und in die Kommentare, die Beschreibung dieses Moduls, damit du das jetzt mit aufrufen kannst und selber für dich auch ein bisschen rumspielst. Ich mache es einmal vor und dann kannst du so oft spielen, wie du möchtest und auch andere in deinem Team zum Beispiel einladen. So. Dafür teile ich jetzt mal meinen Bildschirm. Lege mich hier oben rechts ab. Ich bin dem Link, wie du siehst, gefolgt und wir beide starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Wie gesagt, das ist ein Projekt und Ziel des Projektes ist es, ich ziehe mich ein wenig größer, Ziel des Projektes ist es, so viele Schiffe wie möglich zu versenken. Und du siehst, du hast jetzt 40 Schuss. So, und jetzt haben wir es uns selber eingebrockt. Wir haben gesagt, das ist ein einfaches Spiel. Klar erkläre ich das einem 8-jährigen Kind in 2 Minuten. Und deswegen werden wir das jetzt auch angehen, als wäre es ein einfaches Projekt und sagen, ja, na dann, alle Anforderungen klar, Projektziel klar, Vorgehen klar, Fragezeichen. Wir probieren es einfach mal. Wir haben jetzt 40 Schuss. Stell dir vor, dein Auftraggeber, dein Chef ist schon gegangen, gesagt, pff, ja, einfaches Projekt, wunderbar. Ich habe jede Menge komplizierte Projekte, um die kümmere ich mich. Komm du einfach mit dem Projektergebnis wieder zurück. Also, vielleicht haben wir uns da vergaloppiert. Wir können keine weiteren Fragen stellen und merken schon, wenn wir das jetzt so einfach durchführen, naja, wir würden mal überlegen, na, wie war denn das? Wie viele Schiffe gab es eigentlich? Boah, das war jedes Mal unterschiedlich. Keine Ahnung. Wir müssen eine Annahme treffen. Wir können uns wahrscheinlich noch erinnern, die durften nicht direkt nebeneinander liegen und die waren auch nie diagonal. Fällt dir noch was ein? Da war immer noch die Frage, wie lang sind die eigentlich? Gibt es einer, gibt es zweier? Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viele Schiffe gibt es hier eigentlich? Und durften die am Rand sein oder nicht? Ha, keine Ahnung. Wir müssen es jetzt einfach rausfinden. Wir haben die 40 Schuss und ich verteile die 40 Schuss mal, wahrscheinlich wie du es auch machen würdest, so diagonal, schrotflintenmäßig über den Bildschirm. Und du siehst auch, wir kriegen hier keine Rückmeldung zwischendrin. Ob das jetzt ein Treffer war oder nicht. Und wir können es auch nicht rückgängig machen. Wir gehen das jetzt stringent mal durch mit diesem, sage ich mal, ja, Shotgun-Ansatz. Wo haben wir noch ein paar? 6 haben wir noch. Ich nehme mal hier drüben noch eins. Hier haben wir noch eine Lücke. Da ist noch eine Lücke. Dort eine. Und
Naja, okay, hier kommt die Auflösung. Du siehst, unser Kunde hat was gefragt. Ganz am Anfang haben wir ihn getroffen. Dann haben wir alle zu schnell festgestellt, dass das ein einfaches Projekt ist. Der ist weitergezogen. Jetzt müssen wir liefern. Was können wir liefern? Ergebnis verfehlt, würde ich sagen. Denn es hieß ja, so viele Schiffe wie möglich versenken. Jetzt wissen wir zwar, es sind fünf, aber wir wissen auch, du und ich, wir haben ja kein einziges versenkt. Immerhin können wir es auf die Schulter klopfen und sagen, hey, boah, gar nicht so schlecht. Sechs Treffer bei einem Zufallsprinzip. Und ich würde sagen, wir machen das nochmal. Und bevor wir das nochmal machen, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Fünf Schiffe, ein Zweier, ein Dreier, noch ein Dreier, ein Vierer, ein Fünfer. Okay, die wollen wir jetzt, wenn wir das Projekt nochmal machen dürften, hoffentlich alle treffen, vielleicht auch alle versenken. Und diesmal gehen wir es cleverer an. Wir treffen zwischendurch den Kunden und sagen, wir fahren in Schleifen das Projekt und setzen ein paar Iterationen auf. Und diesmal verschießen wir nicht alle 40 auf einmal und warten, bis wir Feedback bekommen, sondern wir schießen achtmal drauf und gucken uns dann das Grid an, das Ergebnis. Und ja, darauf basierend werden wir dann unsere Taktik anpassen. Und vielleicht haben wir auch pro Iteration die Chance, den Kunden zu treffen und ihn nach seiner Meinung, Einschätzung und Feedback zu fragen. Du und ich, wir starten das Spiel also nochmal neu. Diesmal haben wir dann acht Schüsse pro Iteration, macht fünf Iterationen in Summe. Wenn du dich gefragt hast, was machen hier unten diese Balance, die Euros, das ignorieren wir für den Moment. Du und ich, wir setzen jetzt acht Schüsse. Wir haben festgestellt, am Rand sind keine und diagonal sind sie auch nicht. Lass mal so eine Taktik hier fahren. Hohohoho, gar nicht schlecht. Wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei. Iteration 1 abgeschlossen. Jetzt können wir beide reflektieren. Wie machen wir denn weiter? Das Ergebnis war ziemlich gut. Wenn es hier am Rand nicht weitergeht, wissen wir auch, dass wir rechts und links jetzt weiter Schüsse setzen müssen. Und ja, wir wissen auch, das hier und das, die sind noch nicht vollständig getroffen. Wahrscheinlich ist wenigstens noch ein Feld dran. Also das Schiff ist noch ein Stück größer. Über die zwei Schüsse sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Und der Ansatz war ja jetzt auch nicht schlecht. Lass uns den hier unten nochmal probieren. Jetzt haben wir noch vier und noch einen. Oh, okay, die Schiffe hier oben sind immer noch nicht versenkt. Wir könnten jetzt den Kunden hinzuziehen und fragen, hey, wie siehst du das gerade, das Zwischenergebnis? Wie würdest denn du weitermachen? Der würde sagen, naja, jetzt versenkt mal, bringt mal rein, fahrt mal ein das Ergebnis, so gut wie es geht, sichert das Ergebnis und guckt, ob er die anderen Schiffe auch noch findet. Also würde ich sagen, wir könnten die Taktik dahingehend anpassen, dass wir schon wissen, ah, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Wir nehmen die nächste Iteration dazu, uns einfach nur auf die Suche zu begeben nach den anderen Schiffen. Und wir wissen, hier direkt daneben kann es nicht sein. Hier machen wir erstmal nicht weiter. Hier dazwischen wird es auch nicht sein. Hier links wird auch erstmal nichts passieren. Wir gehen mal hier auf so einen Streuansatz und machen das hier oben auch noch. Zwei haben wir noch und setzen vielleicht mal noch hier einen in die Mitte. Also bewusst fahren wir jetzt eine Iteration, in der wir gar nicht versuchen, die zu versenken. Das schaffen wir noch. Wir haben ja noch danach zwei Iterationen, nochmal 16 Schuss. Also das Feedback des Kunden werden wir erfüllen. Ja, holt die sicher rein, das werden wir machen in der nächsten Iteration dann. Ich setze den noch hier und okay, wir haben nur einen gefunden und jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher. Wir holen uns die hier. Es gab ja einen Vierer, einen Fünfer, den haben wir dann im Kasten. Hier spekulieren wir einfach drauf, dass es ein Dreier wird, dann haben wir schon mal drei von fünf Schiffen versenkt. Hier drüben ist noch eins und wir wissen jetzt nicht so richtig, wo geht's denn weiter. Ich würde sagen, wir spekulieren wieder. Und wir könnten jetzt hier auf alle vier Möglichkeiten setzen. Ich würde trotzdem sagen, lass uns spekulieren. Wir nehmen nur zwei. Und zwar versuchen wir herauszufinden, geht es nach rechts weiter und nach oben weiter und die anderen drei
benutzen wir jetzt, um weiter zu suchen, wo sind weitere Schiffe versteckt. Und da können wir hier mal noch einen reinsetzen und wir können hier noch einen hersetzen und hier auch und okay. Drei Treffer haben wir, das wussten wir schon. Die drei Schiffe sind versenkt. Wie machen wir weiter? Hier darf es nicht weitergehen. Wir haben herausgefunden, es geht nach oben. Wir haben also uns den hier links gespart auf C7. Ich hoffe, du kannst die Maus sehen. Und fahren jetzt den ein. Das wird ein Dreier sein. Noch ein Dreier gibt es schon. Wir suchen jetzt eigentlich das fünfte Schiff. Und das ist ein Zweier. Wird ein bisschen kniffeliger. Mal sehen, ob mir das hier gelingt. Der Zweier könnte, hier kann er sich nicht versteckt haben, hier auch nicht, hier nicht. Also hier in dem kompletten, in der kompletten oberen Hälfte sind wir safe, da wird der Zweier nicht sein. Hier kann er in der Sechserreihe auch nicht sein, weil die dürfen ja nicht direkt nebeneinander sein. Den Rand haben wir schon ausgeschlossen, da darf es auch nicht sein. Der könnte sich also jetzt hier versteckt haben. Der könnte sich, fünf Schüsse haben wir noch. Er könnte sich schräg hier daneben, nein, der muss sich hier, also hier links geht es auch nicht, da wäre zu nah dran am Dreier, er muss sich hier versteckt haben. Also entweder hier, hier, hier oder hier. Und jetzt, Challenge accepted, macht das Sinn? Normalerweise müssen wir jetzt auf jeden Fall alle Schiffe getroffen haben. Ja, ich setze den einfach irgendwo randommäßig rein. Das ist völlig egal. Zack. Und yes, wir haben es geschafft. Wir haben alle gefunden. Durch die Schleifen und durch eine ordentliche Taktik immer wieder kurz innehalten, überlegen, wie machen wir weiter. Was macht Sinn? Explorieren wir oder fahren wir die Körner einfach ein? Haben wir uns da jetzt iterativ rangetastet und wow, das war tatsächlich der erste Run, den ich hier bei der Aufnahme gemacht habe. Wunderbar, wir haben alle Schiffe getroffen und der Kunde wird uns wahrscheinlich feiern. Das einfache Projekt war jetzt dann nicht ganz so einfach, aber wir haben es gemeistert. Und spiel du gerne mal rum, schnapp dir den Link und versuch genau dasselbe auch zu erreichen, beziehungsweise spiel gerne mal mit den Schüssen pro Iteration rum. Was passiert, wenn du dort 5 eingibst, 5 Schüsse pro Iteration und 8-mal in die Schleife kannst? Und spiel das gerne mal mit deinen Kollegen und Kolleginnen im Team. Was passiert, wenn ihr das gemeinsam spielt? Ich musste jetzt alles nur mit mir ausmachen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn das Team größer wird, dann wird es gar nicht so einfach, da die Dynamik aufrechtzuerhalten, eine gemeinsame Strategie festzulegen. Doch was du siehst, ist Iterationen, immer mal wieder innehalten, reflektieren, Feedback sammeln, neu ausrichten, kann für ein Projekt sehr wertvoll sein im Vergleich zu, ach, wir machen das jetzt einfach ganz schnell, wie wir meinen. Wir wissen ja, wie es geht. So, genau mit diesem Spiel schicke ich dich jetzt erstmal, wahrscheinlich möchtest du rumspielen, in eine kurze Pause. Wir transferieren das Gelernte jetzt in die Stacy-Matrix, die ich um 2 Aspekte erweitert habe und die uns ermöglichen wird, die dir ermöglichen wird, dein Projekt dahingehend richtig aufzusetzen, dass du den Grad der Agilität jetzt richtig wählen kannst. Erster Ansatz, 40 Schuss auf einmal, war gerade null agil. Also wir hatten keine Chance, das Vorgehen anzupassen, unsere Lösungsstrategie anzupassen. Iteration 2, Spiel 2 mit 5 Schleifen war sehr wohl agil, beziehungsweise hat uns Agilität ermöglicht, uns nämlich auf das Feedback, was wir vom Grid aller 8 Schüsse bekommen haben, einzustellen und Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um das Ergebnis auch zu erzielen. Ich freue mich, das Gelernte mit dir gleich in die Stacy-Matrix zu überführen. Bis gleich.